herzlich willkommen. Wir sind Familie Borchers aus Suhusen. Unser Betrieb liegt unmittelbar in der Nähe von der schiefen Kirche in Suhusen, schiefste Kirche der Welt. Genau neben der Kirche beginnt auch die Geschichte. Der Betrieb wurde früher durch einen Bau einer Umgehungsstraße ausgesiedelt und deswegen konnten wir uns hier im Hammrich entwickeln. Wir haben einen Betrieb mit 200 Kühen, weiblicher Nachzucht und Bullenmast. Unsere Milchleistung beträgt 10.500 Liter. Letztendlich, wir sind ein reiner Grünlandbetrieb, kaufen aber Mais-Silage zu. Wir haben eigentlich mindestens einen Auszubildenden. Wir hatten letztes Jahr zwei. Für uns ist es wichtig, dass die Kühe lange mitgehen im Bestand und auch gesund mitgehen. Meiner Meinung nach ist es ein Riesenvorteil, dass wir den Kühen hier im neuen Stall Tiefboxen bieten können. Und das ist auch ein Grund dafür, dass die Kühe problemlos so alt werden. Also bei uns im Betrieb wird man keine Kuh finden, die dieses Gelenk, dass da keine Haare drauf sind oder abgescheuert sind. Das ist eigentlich immer das Zeichen für eine gute Box. Ab 100.000 Liter Lebensleistung werden die Kühe ausgezeichnet. Da haben wir aktuell sind noch drei lebende Kühe im Bestand. Unsere Stallnummer 32, die hat im Moment 130.000 Liter gegeben, also Stand letzte Woche jetzt. Wir haben regelmäßig Kindergärten hier auf unserem Hof. Die führen wir über den Hof und zeigen denen letztendlich, wie bei uns Landwirtschaft funktioniert. Ja, letztendlich haben wir auch irgendwo mitgemacht beim Milchlandpreis, um unseren Hof zu präsentieren und zu zeigen. Und also wir haben nichts zu verstecken. Letztendlich hilft sowas vielleicht auch mit, dass auch Auswärtige mal einen Einblick in die Betriebe kriegen.